Hallo Welt, da sind wir wieder hier in der Sunshine Tidings Kooperativsiedlung und wir wollen in dieser Folge vor allem zusehen, dass wir noch mehr Sicherheit reinbekommen in unsere Siedlung. Entschuldigung. Und dass wir auch, ja, hier könnte zum Beispiel noch was stehen, dass wir auch mal nach Good Neighbor gehen, um ballistische Faser zu kaufen. Da schauen wir jetzt erstmal in den Pip-Boy auf unsere Karte und mich interessiert, welche Siedlung wäre denn da jetzt, die wir streifen könnten auf unserem Weg nach Good Neighbor? Denn wenn wir schon, Good Neighbor ist hier irgendwo, wenn wir schon dorthin gehen, sollten wir ein wenig Wasser auch mitnehmen. Und am besten klappt das mit der Wasserzufuhr hier in Teffington Bootshaus. Sanctuary Hills hat zwar die meisten Wasseraufbereiter, glaube ich, aber das funktioniert ja nie so richtig gut. Teffington Bootshaus hat sehr gut geklappt. Ich glaube, da brauchten wir nur eine Nacht zu schlafen und hatten schon wieder 500 Teile Wasser da drin. Ja, wofür das Wasser? Natürlich, um in Good Neighbor nicht so viel zahlen zu müssen und mit Wasser dann eben diesen Handel betreiben zu können. Aber wie es aussieht, wäre Grey Garden auf dem Weg. Nun, da stehen auch noch nicht so viele Wasseraufbereiter oder Wasserpumpen. Oberland Station, da sieht es ähnlich aus und in Hangman's Alley funktioniert das nicht. Da stehen zwar einige Wasserpumpen, aber für die Menge erhalten wir in Hangman's Alley immer sehr wenig Wasser doch. Wir haben da bestimmt 10 Pumpen stehen. Also die strombetriebenen, also 100 Teile Wasser, sollten dort produziert werden, aber es kommt sehr wenig immer an. Ja, die Burg ist zu weit weg. Ja, Bunker Hill, da haben wir gar nicht so etwas gebaut. Keine Wasseraufbereiter, keine Wasserpumpen. Ja, sollen wir nach Teffington Bootshaus und dann von dort aus, ist das ja auch nicht weit. Dann könnten wir Bunker Hill erst streifen. Ich denke, das ist wohl die sinnvollste Sache, die wir machen können. Ein, zwei Sachen bauen wir aber dennoch erstmal auf. Und zwar, ja, hier vorne hätte ich ganz gerne eine Treppe zum Beispiel. Mal sehen, ob wir das dorthin bekommen mit der Treppe. Für die Tür. Ja, das klappt schon mal nicht so gut. Nach innen geht sie. Ach Gottchen, das ginge ja. Ja, dann eben so. Na, dann braucht man gar keine Treppe. Das ist doch auch ganz schön. Und man braucht auch kein Geländer. Das passt doch. Ja gut, Thema Sicherheit. Auch hier hätte ich ganz gerne so einen kleinen Wachposten stehen. Da steht er ganz gut, wie ich finde. Und natürlich, bevor wir es vergessen, muss hier noch ein Pfosten hin. Na, dann nehmen wir gleich den großen. Ach ja, richtig. Sie steht da gerade so.
und schaut uns traurig an. Wir haben ja das Artillerieteil noch gar nicht für sie wieder aufgebaut. Dafür brauchen wir auch noch einen schönen Platz dann. Ja, ich denke mal, so geht das doch. Hier, das könnte man schon verkaufen. Als stabiles Dach. Das kippt so schnell nicht um. Ja, auch hier kann ich nochmal sagen, diese Fläche hier oben, dieser Marktplatz für die Gastronomie, das sah so groß aus. Und ich dachte, da könnte man so viel hinbauen. Auch noch das Artillerieteil und so weiter. Ja, so kann man sich täuschen. Immer wieder ist es überraschend, wenn dann erstmal die Geschäfte reinkommen und so weiter, dann sieht man, dass das doch manchmal sehr, sehr klein wird. Ja, das wollen wir dann aber schon ordentlich machen hier. Also es sollte schon ansnappen, hoffentlich. Ja, aber drinnen, da sollte doch eigentlich was sein, hier meine ich. Nein, ist das nicht. Na gut. Ja, das geht doch so. Ja, das Artillerieteil. Ich habe mir ganz spontan jetzt überlegt, als ich da so rübergeguckt habe und die freie Fläche hier gesehen habe, man könnte das ja auch mit einem Gerüst dann erledigen, dass das Artillerieteil also auf einem schönen Gerüst dort steht. Das muss ja nicht unbedingt hier in der Nähe sein. Hier könnte man, ja komm, hier könnte man eigentlich auch noch irgendwie ein Dach oder was drüber bauen, damit die Wache, die dann hier mal irgendwann steht, damit sie auch nicht so nass wird, wenn es mal regnet. Och, aber so ein bisschen Sonne wäre doch auch nicht schlecht für die Wache. Nur die laufen ja sowieso immer kreuz und quer hin und her. Ja, dann gucken wir doch mal, wie wir hier hinkommen mit so einem Gerüst, Baugerüst hier. Da haben wir ja schon die großen, die wir so gut wie nie verwendet, oder ich glaube, die haben wir sogar nie verwendet. Diese fertigen Gerüste hier. Ob da oben ein Artillerieteil draufpasst, na, ich weiß es nicht. Ansonsten wäre das ja schon genauso ein Ding, wie ich es mir vorstellen würde für ein Artillerieteil. Hm, ob wir das mal riskieren sollen? Stahl und Holz brauchen wir dafür, haben wir doch beides. Ja, das wäre jetzt das Einfachste. Da bräuchten wir ja nicht sehr viel mehr zu machen. Ach, ja komm. Da steht es schon.
Ach so. Mal sehen, ob wir das jetzt oben drauf kriegen vom Platz her. Oh, das sieht gut aus. Ja, das sollte passen. Denkste. Aber warum? Ach, da passt es, aber das wird ganz schön eng hier. Denn wir bauen doch immer ganz gerne auch ein Sofa noch dazu. Ja, dann müssen wir das, glaube ich, selber bauen. Das. Doch, es würde passen, aber auch gerade so eben. Es war gerade ganz kurz da, es ist grün. Also ein schöner Arbeitsplatz ist es dann vielleicht nicht. Ja, man kann hier runterfallen. Gut, wir haben des Akrobaten Rüstungsteile an, deswegen ist es für uns jetzt... Ach nee, das sieht nicht aus. Nein, das gefällt mir gar nicht. Ja, durch diese des Akrobaten Rüstungsteile ist es für uns dann nicht so gefährlich, wenn wir hier runterfallen. Dann können wir auch gleich diesen Gerüstturm wieder verschrotten, denke ich mal. Naja, immerhin 4 Holz, 10 Stahl bekommen wir da wieder raus. Aber da müssen wir selber was aufbauen und dann vielleicht auch nicht ganz so etwas Großes. Es geht ja nur darum, dass bei einem möglichen Angriff, dass da dann nicht sofort das Artillerieteil zerstört wird. Aber Gerüst, ja, kann ich mir schon denken, dass wir da ein Gerüst nehmen. Vor allem, ich mag ja die Rampen ganz gerne. Fangen wir mal mit einer größeren Fläche an, unten. So ungefähr. Und ja, so eine Rampe hier dran. Eine Rampe. Oh nein, das Wetter. Ich glaube, das erholt sich von selbst nicht mehr. Da müssen wir selber was gegen tun. Wunderbar. Ja, so geht das doch. Nur, wie kommen wir jetzt schön nach oben? Ob wir das auch so elegant hinbekommen jetzt, das ist die Frage. Mal sehen, vielleicht nehmen wir erstmal die Schrägen dafür. So zum Beispiel. Ah ja.
Und muss das sein? Das hat nicht so hingehauen, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann nehmen wir das. Ja, so könnte das... Ja, so passt das doch schon etwas besser jetzt. Na gut, man könnte sich natürlich überlegen, warum steht da jetzt einfach mitten auf dem Feld sein Baugerüst rum? Oh, die Siedler, die haben das schon schön gebaut dann, oder? Oh nein. Ja, ein Brett hier rein. Mal sehen, ob wir da jetzt noch höher kommen. Oder müssen wir ein halbes nehmen? Ja, genau. Ach so. Das zweite hätten wir uns sparen können sogar. Nein, nicht einlagern. Einfach hier hinten dran. Also, das hier könnten wir uns sparen. Und, ach so, von der Höhe sollte das jetzt hoch genug sein, denke ich. Wir sind über den Häuserdächern hier. Also sehen wir jetzt mal zu, dass wir hier oben eine schöne Platte reinbekommen. Ups. Also auf dieser Höhe soll das dann stattfinden, das Ganze. Ich hoffe, die Höhe passt jetzt. Sollte sie aber eigentlich. Und hier... Moment. Hier kommt ein kleines drauf. So, eins. Da.
Aha. Dann ist das hier wohl zu hoch, aber vielleicht kann man damit auch noch irgendwie was machen gleich. Ja, dann gucken wir mal, ob wir das jetzt schön zubekommen hier. Ja, das hatten wir ja auch noch nicht so ausprobiert. Und ich dachte, das geht hier. So, dass man das hier so schön drauflegen kann oben. Geht gar nicht. So geht das. Ja, aber so wollen wir das dann so haben. Wie schließt das denn hiermit ab? Ja, ich glaube, das könnte man sogar. Geht aber auch genau in die falsche Richtung. Na, ob das so aussieht, als ob es ob das stabil aussieht, das weiß ich jetzt nicht so genau. Ob das getragen werden kann. So, dann gucken wir mal, ob wir irgendwie hier noch hochkommen. Und da nehmen wir wieder die Gerüsttreppen. Beziehungsweise diese Rampen. Na, mal gucken. Hier oben so eine kleine Treppe könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, passt doch. So, für das Artillerieteil denke ich, haben wir genug Platz hier oben. Das sollte klappen. Und wie sieht es von unten aus? Ja, das kann ich mir so denken. Dass das stabil ist und steht dort. Vielleicht kann man sogar später noch daherkommen und das dann irgendwie verkleiden, so teilweise wenigstens. Naja, warum später? Können wir mal ausprobieren, ob sich diese Gerüstteile irgendwie verkleiden lassen. Aber, ja, man sieht, nee, das wird wohl nicht hinhauen. Oben könnte man das höchstens. Ja, warum eigentlich nicht oben? Das könnte doch gut klappen. Oh, dann hat man hier so einen Klotz hängen. Aber das ist vielleicht besser als... Ja, besser als wenn es nicht verkleidet ist, das Gerüst. Das sieht vielleicht hier gar nicht so ländlich aus. Ah, genauso wie wir es gerne hätten, passt es dann nicht hier oben drauf, oder? Ganz oben? Dann drunter? Nein, auch nicht. Leider nicht.
Und was? Wir wollten uns doch zurückhalten mit den Häuschen. Jetzt bauen wir schon wieder so etwas Großes hier. Ja, aber das geht doch noch. So tragisch ist das doch jetzt nicht hiermit. Aha, wir sind am Ende unseres Baumenüs, das heißt, wir dürfen... Du siehst gefährlich aus. Hoffentlich bist du nicht meinetwegen hier. Den hier schon mal auf 2 schalten, denn wir müssen den Größenbalken schon wieder entleeren. Dafür nehmen wir uns diesmal ausschließlich die Stapel raus hier. Naja gut, und die Minigun. Jetzt war sie aus Versehen mitgenommen. Ja, das reicht doch schon fast, denke ich. Um den Größenbalken wieder klein zu bekommen. Also von der Menge her sollte das reichen. Da können wir jetzt mal sehen, ob das funktioniert mit unseren Stapeln hier. Hoffentlich fallen die nicht alle auseinander, wenn wir sie auf den Boden werfen. Du bist zu schwer bepackt. Das weiß ich. Wo haben wir denn einen schönen Platz? Nehmen wir doch mal diesen Platz hier. Verzeihung. Ja, okay. Egal, es wird schon dunkel, aber wir schmeißen dennoch hier unsere Sachen jetzt mal auf den Boden. Denn im Baumenü sehen wir das ja sowieso, was wir da weggeworfen haben. So, weg mit den Stapeln. Hoffentlich bleiben sie gestapelt. Werden wir gleich sehen. Sonst müssen wir 200 über... Ach, 200. Bestimmt 500 Waffen so einsammeln. Aber das sieht relativ gut aus, finde ich. So, einlagern das Ganze. Und ja klar, jetzt können wir sofort weiterbauen. Das klappt sofort. Also die kleineren Stapel sind ein bisschen auseinandergegangen, aber die großen, die scheinen gestapelt geblieben zu sein. Teilweise zumindest. Ja, aber wie man sieht, der Größenbalken müsste da schon sehr viel weiter runtergegangen sein, als man das sieht. Also, als er jetzt runtergegangen ist, Verzeihung nochmal. Ja, das ist also mit den Stapeln, das ist nichts. Scheinbar. Es geht dann doch schneller, wenn man die einzelnen Waffen hier rausnimmt. Und nicht die Stapel. Dann suchen wir uns doch jetzt mal die großen Waffen hier raus und gucken, wie es damit aussieht. Fatmans zum Beispiel. Das habe ich ja immer schon vermutet, seit wir das zum ersten Mal gemacht haben. Institutsgewehre, na gut, die nehmen wir auch mal. Dass das mit großen Waffen also besser klappt als mit kleinen Waffen. Sturmgewehre, na klar, nehmen wir auch noch. Ja, das meint man oftmals ja nur so. Dann können wir uns das nämlich sparen mit den Stapeln, dass wir da Stapel sammeln ohne Ende. Ja, eine ganz schöne Sammlung haben wir da. Nukleares Material bräuchten wir auch noch. Ach, da fangen wir ganz klein mit an.
Ich überlege mir nämlich... Ja? Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir die Schrotflinten umbauen können. Ob wir die vielleicht mit Plasma noch umbauen können. Dass die so, damit die so einen kleinen Plasmastrahl noch mit verschießen. So eine Unordnung, was, Curie? Oder geht das doch schneller mit den Stapeln? Diesmal ist der Größenbalken oben ja gar nicht leer geworden. Gerade mal bis zur Hälfte. Ist er jetzt, nach dem zweiten Mal hier, die Waffen auf den Boden werfen und einlagern. Versuchen wir das nochmal mit den... Ja, okay, wir hatten sehr viel mehr Sachen gestapelt als... Ja, machen wir das nochmal mit den Stapeln. Hey, Moment, Moment, kein Schrott, nur die Waffen, bitte. Denn da haben wir über 200 von diesen Impro-Pistolen. Da müsste der aber schon ordentlich runtergehen, dann der Balken. Naja, was ist auf jeden Fall? Man findet die großen Waffen schon mal besser wieder. Und die Stapel, naja gut. Wenn es dann keinen Unterschied macht. Dann könnten wir drauf verzichten und müssten nicht so viel klicken. Das war's schon. Ja, Good Neighbor werden wir gar nicht schaffen mehr in dieser Folge, fürchte ich schon. Wenn wir jetzt den Größenbalken kleiner kriegen, dann nochmal schlafen gehen und die Gerüste dann nochmal verkleiden, richtig. So, alles schön einlagern und dann können wir das immer wieder machen. Nichts übersehen? Ja, ich meine schon, dass das besser geht mit den Stapeln. Oder meine ich das nur? Aluminium, warum? Warum machen wir sowas? Ach, so richtig werden wir es sehen, wenn wir mal wieder in Hangman's Alley sind und da die ganzen Raketenwerfer uns abholen. Dann wird man das schon sehen, ob das besser mit gestapelten Waffen geht oder besser mit einzelnen. Wie dem auch sei, ich glaube, das wird jetzt das letzte Mal sein, dass wir hier welche wegwerfen müssen. Naja, komm, nehmen wir so ein paar einzelne auch noch mit. Schon funktioniert das mit unserer Beobachtung dann nicht mehr, aber... Ja, ich möchte jetzt auch nicht 20 Mal hin und her rennen, das reicht doch jetzt. Ja, was ich an anderen Siedlungen ganz gerne gemacht habe, wenn die Werkstatt zum Beispiel weiter weg war... Dann habe ich mir direkt neben dem Platz, an dem wir diese Sache hier ausprobieren, an dem Platz, ihr wisst schon, was wollte ich jetzt sagen? Ja, hier, wo wir diesen Trick oder... Ja, wie nennt man das eigentlich? Verzeihung. Ja, wo wir das eben ausführen hier an dem Platz, da haben wir uns dann direkt daneben ein Lager, eine Kochstelle oder so etwas hingestellt.
Dann brauchen wir nicht immer bis zur Werkstatt zu laufen. Ach, das bringt auf jeden Fall was mit den gestapelten Sachen. Das ging jetzt so schnell. Also ich bin mir sicher, das bringt was. Gestapelte Sachen sind immer noch besser hier auf dem Boden zu werfen und einzusammeln. Das geht dann schneller mit dem Größenbalken. Wahrscheinlich, wenn man dann irgendwann mal 500 oder 1000 Sachen gestapelt hat, dann braucht man nur einmal den Stapel auf den Boden zu werfen und dann hat man den Größenbalken schon wieder leer. Und Aluminium haben wir jetzt im Gepäck gar nicht abgeworfen. Das ist ja auch ganz gut so. Aha. Plasmapistole, so, so. Ja, ein paar Waffen können vielleicht so noch irgendwo hier jetzt rumfliegen durchs Gebüsch oder so. Die werden sich schon im Laufe der Zeit werden wir die schon wiederfinden. Kein Problem. Umgeschaltet haben wir diese Nixie-Röhre und was wir hier noch machen können, den Schrott wieder hier reinschmeißen. Warum sind wir jetzt auf einmal so erstaunlich leicht? Was ist denn da passiert? Das sind ja 20 Pfund mehr, die wir los sind jetzt, als wir sonst irgendwie mit uns rumtragen. Irgendwie haben wir doch da aus Versehen irgendwas noch abgelegt. Unterhemd und Jeans? Ja, das kann alles mal nach Sanctuary Hills. Dann wissen wir, wo wir die Sachen finden, wenn wir sie mal brauchen. Ich bin überrascht, dass wir so leicht sind. Schmutziges Wasser könnten wir eigentlich auch mal Richtung Sanctuary Hills schicken. Umso leichter sind wir. Schrotpatronen wollte ich dann doch ganz gerne hier mal lagern. Mal schauen, ob das dann später funktioniert. Ich glaube, so leicht sind wir noch nie gewesen. Seit dem Patch. Diesen Patch, der uns den richtigen Überlebensmodus gebracht hat. Seitdem waren wir, glaube ich, nicht mehr so leicht. Ja, was wollte ich noch sagen, weil ich da gerade etwas so ins Stockeln gekommen bin, als ich hier sagte, ja, dieser Trick oder Glitch wollte ich nicht sagen, denn ich glaube, dass mit den Waffen auf den Boden werfen, ich glaube, das ist so vorgesehen, das soll man so machen können, sonst könnte man es wahrscheinlich nicht machen. Und vor allem, ich denke mal, es wäre ja bei den ganzen Sachen, die man hier bauen kann, da wäre es ja ein bisschen schade, wenn man einmal den Größenbalken voll bekommt und dann schon nicht weiter bauen kann in der Siedlung, ja gut, dann wird man vielleicht zur nächsten Siedlung gehen, aber dann wäre das ja alles nichts. Also ich glaube, das ist vielleicht so ein kleiner Indikator, damit man feststellen kann, ob man ja vielleicht ab dem vierten Mal oder so, ob man dann noch weiter bauen sollte, je nach Grafikkarte und nach Maschine, was man da so hat, im Allgemeinen RAM-Speicher, Prozessor und so weiter, was da alles so belastet wird. Vielleicht viermal kann man das machen mit diesem Größenbalken, deswegen haben wir ja die Nixie-Zähler dort aufgebaut. Und je öfter man das macht, umso ruckeliger wird dann die Siedlung natürlich auch. Ihr wisst schon. Ja, und ja, ich glaube nicht daran, dass es irgendwie ein Glitch ist oder ein Bug oder so etwas. Ich glaube, das ist schon gewollt so. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, sonst wäre es ja auch schon weggepatcht worden mit Sicherheit. Denn das ist doch sicherlich irgendwann mal aufgefallen.
Ach, das war jetzt, das hätten wir gar nicht jetzt machen müssen. Nehmen wir lieber so ein Rippchen, dann sind wir gut genährt, gut hydriert und wir haben Parasiten, oder was haben wir? Wir leiden unter Schwäche. Plus 20% Schaden. Tja, bauen wir hier mal weiter. Ja, und den Boden oben legen wir später dann rein. Ach, auch hier bekommt man leider jetzt keine Ecke ran. Ja, das sind doch nochmal ein bisschen, naja, okay, vielleicht sind es die gleichen Texturen. Aber ich bilde mir manchmal ein, dass es vielleicht doch noch andere Texturen wären hier von diesen Ecken. Jo, dann nehmen wir eben keine Ecken. So, dann nehmen wir das hier eben. Ja, und den Boden hauen wir dann später oben rein. Ja, eine ziert sich immer, eine muss ja aus der Reihe tanzen. Das ist vielleicht, weil hier das Gerüst direkt an der Ecke steht. Das kann natürlich auch sein. Ja, sollten wir das denn noch ausladender machen, noch größer hier? Also das Gerüst möchte ich da schon stehen lassen. Ja, vielleicht auf der nächsten Etage, glaube ich jetzt auch nicht, dass wir da mehr Erfolg haben werden. Ja, wie sieht's denn hier aus? Kommt das denn bis zum Boden runter? Ja, so einigermaßen schon, wie es aussieht. Hier nehmen wir aber wieder die etwas kaputten Wände. Ja, eine Tür brauchen wir, so einen Durchgang hier unten. Aha. Ja, doch, dann ist es das eben. Wir kommen da gar nicht durch dann. Kommen wir gar nicht rum hier, wollte ich vielmehr sagen. Und unten ist das ja auch nicht ganz schön. So schön, wie ich dachte. Ja, aber ich glaube, das kriegen wir noch hin mit irgendwelchen Gittern oder so gleich. Diese Gitterböden. Damit sollten wir das gut hinbekommen. Wobei es hier an dieser Stelle schon wieder schwierig wird, wahrscheinlich. Ja, halbe Wände wären schön, wenn wir sie hätten. Also ich meine nicht von der Höhe halb, sondern von der Breite. Boah, das steht mir dann zu nah hier an dem Haus dran. Wenn wir das jetzt so groß machen hier.
Ja, ist schon ein bisschen nah dran, aber das kann ja im Nachhinein dann irgendwie dorthin gebaut worden sein. So könnte man das ja rechtfertigen dann. Ja, hier können wir gleich das Fertigteil nehmen. Das hier nämlich. Und auf dieser Seite auch. Na gut, da kann sich jetzt keiner vorstellen, warum hier einfach so ein Klotz rumsteht. Nur der oder diejenige, die dann hier reingeht. Ah, hier oben ist meine Arbeitsstelle. Guck mal an, ich komme hier gar nicht rauf. Gut gemacht. Gut, ja, da sind wir doch oben. Und dennoch wird es hier ein Problemchen geben mit diesem Gerüstteil hier oben. Mal schauen, wie wir das wegbekommen. Genau. Ein Fenster hier rein. Sonst ist alles zu. Ach so, da haben wir hiervon sogar noch welche eingelagert, wie schön. Oh nein, da zieht ein Sturm auf. Ach, richtig. Jetzt fällt mir ein, wir brauchen ja auch hier noch einen Karawanenhandelsposten. So etwas, damit wir Lukas Miller verkauft doch auch hier diese ballistische Faser. Ich glaube nur kleine Pakete, aber immerhin.
Ja, ich finde, so geht das. Dann müssen wir das nur noch hier oben sicher kriegen und das Fundament unten rein. Also sicher kriegen werden wir das doch schon hier. Mit diesmal mit diesen Teilen hier. Dachte ich zumindest. Okay, ja, teilweise wenigstens. Und dort passt es nicht. Warum nicht? Und hängen sie in der Luft oder haben wir es diesmal geschafft auf Anhieb? Ja, das hängt ein wenig in der Luft hier. Das sieht doch gut aus. Und auf dieser Seite ebenfalls. Klein gehen. Aber hier leider nicht an der Stelle. Na gut. Auch hier, das soll ja so ein bisschen repariert auch aussehen und deswegen bauen wir da so ein paar andere Hüttengeländer noch dazwischen. Hüttenbalkongeländer. Wenn sie sich denn bauen lassen, natürlich. Nur dann. Wenn nicht, dann nicht. Dann nehmen wir doch wieder andere. Schade, passt nicht ganz. Ja, da müssten wir dann unten die Wände wieder wegnehmen und dann könnten wir wahrscheinlich auch diese Hüttenbalkongeländer anbringen, aber dann greifen wir lieber auf diese Teile zurück. Außer hier. Hier, das wird schwierig wahrscheinlich. Aha. Ja, okay. Dann bleibt das so und zu ist's. Und hier ist alles sicher und wir haben sogar einen Ausguck. Da können wir fast über den ganzen Hof hier schauen. Ach, wie schön. Ach, hier drin nehmen wir aber größtenteils doch die Gerüstteile. Das sieht irgendwie originaler aus, finde ich. Ah, da sieht man es, das hängt hier auch ein wenig. So, jetzt passt das. Ach, schade, dass das hier nicht... Naja.
Ja, dann schauen wir mal, wie wir das hier angebracht haben. Nicht so ganz schön. Und der war richtig? Ja. Der ist auch richtig. Der ist richtig. Das sieht gut aus. Und das jetzt auch. Und ja. Und passt alles. Ja, dann könnte theoretisch hier unten ein Bettchen hin und ein Tischchen. Und hier oben kommt ein Sofa hin. Das haben wir immer sofort gemacht für die Frau am Artillerieteil. Na, will sie denn hier schlafen? Wer will denn hier schlafen? Nein. Da bauen wir das lieber... Oh, hier drunter wäre schön. Hier so in die Ecke oder doch hier. Da wäre sie gleich am Ausgang. Ja. Und wie war das mit dem Sofa? Ich habe die Farbe wieder vergessen. Rot oder schwarz? Ich glaube, das Schwarze haben wir immer ganz gerne aufgebaut oben. Na, ob wir hier noch so einen kleinen Tisch reinbekommen? Ja. Den hier schon mal. Ah, das wäre doch auch schön hier oben. Da kann sie dann auch mal Besuch hier bekommen. Aber dieser Tisch ist auch ganz nett, finde ich. Mal was anderes. So, dann wäre das ein wenig windgeschützt hier. Wenn sie sich da mal, weiß ich nicht, so eine Kippe drehen will oder so, dann kann sie das. Hier ist ein bisschen Windschutz. Ja, was für die Füße noch? Und noch so einen kleinen Tisch. Schön. Ja, wie wäre es dann hier noch mit Gartenstühlen? Auch da könnten doch die Leute schön hier so sich bequem an den Tisch setzen. Ach so, natürlich, bevor wir es vergessen und hier alles zubauen. Hier sollte auch ein Wachposten hin, damit hier ein bisschen Bewegung drin ist.
schade. Oder wenn wir die Geländer rausnehmen vielleicht, dann bekommen wir das hier bestimmt in die Ecke. Schade. Ja, und wie sieht das hier mit den Betongeländern aus? Oh. Auch schade. Vorbei kommt man ja noch, ja. Hier kann man böse runterfallen. Das ist nicht so schön. Und einen Geschützturm möchte ich ungern hier hinstellen. Dann doch eher wieder einen Tisch oder irgendwie so etwas. So etwas, damit da niemand runterfällt. Ja. Ja, und wenn es zu einem Angriff kommt und da unten stehen die Gunner oder Raider oder Mutanten, dann kann er einfach den Schrank nehmen und darunter werfen, wenn er so stark ist. Ja, nee, das ist doch ein bisschen schlecht. Ich dachte mir, so ein kleines Dach hier für die Couch, das wäre noch ganz nett, aber wenn das Artillerieteil... Ach, das ist doch hoch genug. Das schießt doch daran vorbei, aber das kann ja auch runtergekurbelt werden und dann schießt es in die Richtung Brücke zum Beispiel. Ja, dann... Naja, da würde es dann höchstens den Turm hier treffen. Ja, dann lassen wir das. Kein Dach hier für die Couch. Dann geht die Kerze bei Regen aus. Ja schön, dann sind wir doch auch schon wieder am Ende der Folge. In der nächsten Folge werden wir uns um das Fundament hier kümmern und gucken, damit da unten nichts so in der Luft steht. Da werden wir uns drum bemühen. Also von den Wänden. In dieser Folge haben wir zumindest schon mal das Artillerieteil hier, das Häuschen, fertig gebaut. Vielleicht schauen wir uns das lieber mal von unten an. Ein einfaches Leben ist das nicht. Ja, das Artillerieteil sieht man jetzt leider nicht, aber man sieht das Gebäude an sich. Dann darf ich mich mit diesem Bild hier bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.